wartet. Jo. Was? Das sind die neuesten News. Ja, die YouTubers, die Gruppe ist wieder am Start, die Crew ist wieder am Start für euch und damit geht's weiter mit GTA. Und ja, die Casino-Missionen stehen als nächstes an oder zumindest die Fortführung der Casino-Missionen. Und ja, mal gucken, was der Markus heute für ein Schönes hat. Wir haben natürlich genau. Baby dabei und der Enrico. Scorpion. Ich grüße auch nochmal mit einem Handgruß meine Zuschauer hier in meinem Stream. Ich will deinen Handgruß gar nicht haben, weil deine Körperflüssigkeit bei dir. Ich rede wirklich von dem Handgruß. Gibt das eine Grußaktion? Ja, sagt mal dann. Außerdem war Yvonne noch gar nicht in meiner Nähe. Ist ja auch dein Handgruß und nicht ihr Handgruß. Mein Handgruß, ihr Handgruß, ja. Ich will gar nicht wissen, wie du da deine Leute begrüßt. So. Gerade in Zeiten von Corona sollte man sämtliche Körperflüssigkeiten bei sich behalten. Na gut. Ja, ich guck mal. Dort. In meiner letzten Folge überlege ich gerade, was haben wir denn überhaupt gemacht? Ich glaube, es war noch die Arena-Boss-Folge. Ja. Die Polizeifolge leider mit dem Polizeiheli, wo wir den verfolgen müssen, habe ich leider nicht mehr drauf. Da war ein bisschen doof, vergessen aufzunehmen, sagen wir es mal so. Ist aber nicht weiter tragisch. Wenn ihr so unbedingt sehen wollt, muss ich mal gucken, ob ich mir die irgendwo beim Markus oder so aus dem Stream raushole, aber glaub, so tragisch ist es nicht, wenn sie nicht da ist. Wir haben eh genug Material. So, jetzt habe ich nur aktuell nur wieder keinen Kreis hier, muss ich schon wieder warten, bis die mich anruft, die Tante. Ah. Ruf mich an. So. Wollen wir da erstmal schnell noch was anderes machen oder wollen wir jetzt warten? Wir können. Nennen wir mal was anderes. Alles gut. Dann haben wir nicht Leerlauf, sondern dann haben wir ein bisschen was zu tun. Dann machen wir halt nochmal so eine Arena-Dingen-Mission. Ich habe keine Ahnung. Auch wenn mir die persönlich nicht so liefen, gefallen haben sie mir, das gefällt mir schlecht, war definitiv einfach nur unzufriedener mit meiner eigenen Leistung. Also das war jetzt nicht irgendwie. Vielleicht bist du halt mal besser drauf. Zum ich war Abfangen auch nicht so schlecht drauf, es lief einfach nur nicht. Nee, ich mach mal was anderes. Aber was nicht ganz so lange dauert. Also einfach Gangkrieg. Es ist selten mal, dass ich wirklich schlecht drauf bin und wenn ich scheiße drauf bin, dann nehme ich auch nicht auf. Das ist einfach so. Weil dann bringt es mir ja nicht, dann bringt es den Zuschauern nicht und. Nein. So, Güter abgeliefert. Okay, das war nur dieses Event hier unten. Konkurrenzkampfgüter. Ach, Baby, habt Dings abgeliefert hier. Waren, irgendwelche Waren abgeliefert. Ich hätte noch eins. Ja. Hält mich nicht auf. Ich geh jetzt um. Was ist denn der jetzt? Eingeladen seid ihr? Ja. Halo. Aha. Eine Mission, die ich tatsächlich nicht kenne. Ist auch keine Mission. Das ist links. Fallschirmsprung. Ach Gott schön. Jetzt einfach mal was ganz Fixes, damit dann gleich danach die Tante endlich wieder anruft. Sie braucht, glaube ich, irgendeinen Trigger oder so. Ja, was ich eigentlich noch mal wissen wollte, so ein bisschen feedbackmäßig, ist das okay, wenn die Folgen teilweise so ein bisschen kürzer sind, manchmal so 7 bis 10 Minuten oder sowas? Oder wollt ihr dann tatsächlich noch wieder ein bisschen was längere Folgen haben? Das muss ich nämlich eigentlich wissen, damit ich weiß, wie ich schneiden soll. In der Kürze liegt die Würze. Ja, ich habe halt Folgen, die 7-8 Minuten gehen, weil sie halt einfach missionsweise mal sind. Aber wenn ihr dann nicht sagen, ey, wir wollen wieder mal ein bisschen mehr GTA, so ein halbes Stündchen, 20 bis 25 Minuten, kann ich das auch machen. Auch dann brauche ich aber ein bisschen Feedback. Sonst mache ich halt, wie gesagt, immer diese missionsweise. Weil wir dann einfach auch ein bisschen mehr Content schaffen in der Zeit. Gibt's denn so viel Feedback auf deine Videos? GTA läuft eigentlich. So. GTA läuft eigentlich, FIFA läuft eigentlich mittlerweile so ein bisschen. Ich glaube, das höchste Video, was ich schon. Ich glaube, das höchste Video, was ich jetzt vor kurzem in den Statistiken geguckt habe, war die eine Folge mit The Witcher mit über 700 Aufrufen. Ich habe ja auch The Witcher 3 zum Beispiel gemacht.
So. Ach Gottchen. Falscher Sprung. Das kann doch nur schief gehen. Das kann doch nur schief gehen. Ich hab nur einen Baum, ne? Hä? Ich häng einen Baum fest. Warum hängst du in den Baum fest? Letztens noch bei der Mission. Drücke 4 zu springen und X den um Fallschirm zu öffnen. Und tschüss. Ja. Da hüpft schon einer ohne irgendwas durch. Scheiße. Nee, vorbei. Scheiße, den Punkt treffe ich nicht. Scheiße, ich habe zu früh auf den Fallschirm gerührt. Aber ich wollte, ich habe keinen Ersatzfallschirm, ne? Ja, vergiss es. Ich treffe gnadenlos alles nicht. Ich bin viel zu falsch abgeflogen. Ja, egal, scheiß drauf. Ich glaube sogar, wenn man das hätte richtig gesprungen, hätte man das sogar anfangs ohne den Fallschirm machen. Ja, das dachte ich mir in dem Moment auch. Und den Fallschirm erst sehr spät holen. Raus, zum Beispiel, sehr spät öffnen. Ja, ja, jetzt die ersten Punkte habe ich ohne Fallschirm. Ja, das gibt zumindest ein paar Punkte. Nein, das gibt keine Punkte, weil der da rausgehüpft ist. Ich war mittig im, also was heißt mittig im Punkt, aber ich war im Punkt. Und der sagt mir, nö, ich spring mal wieder raus. Ich bin schon unten. Mal gesehen. Oh, wow. Nein, nein, nein! Puff. Lol. Wie beendet. Wie gesagt, das war jetzt auch nur als kleiner Snack gedacht, so als Anfang. Als Snack? Lecker. Dann ein freier Modus. Genau, Kev der Freier. Irgendwo muss man unser Geld ja rein. Irgendwo muss ja ein bisschen Geld reinkommen. Der Freier ist der Kunde, aber gut. Und? Ist mir scheiße. Sagt, ja, nee, alles gut, alles gut. Das ist ja, der bezahlt. Ja, stimmt, der war es irgendwie. Dann mache ich es anders. Irgendwo muss ich ja meine Zeit vertreiben. Nein, nicht so. Definitiv nicht. Du machst es immer anders, Kev. Ja. Weißt du, ich bin so gut, dass die Nutten nicht bezahlen, damit sie mit mir schlafen dürfen. Oh Gott, ich kriege schon wieder Hate auf die Folge. Weil ich solche Dinge raushau. Lol, was ist denn jetzt passiert? Ich hab einfach 20.000 bekommen und YLRP. Wo hast denn du 20.000 gekriegt? Vor allem für was? Keine Ahnung, gerade eben, einfach so. Ja, das ist schon wirklich. Mensch, Enrico, du solltest doch von dem Bestechungsgeld nichts erwähnen. Es ist eh nur Mitleid. Ich habe auch nichts gesagt, dass es Bestechungsgeld ist. Ja, das hast du. Das, ist das alles, hast du jetzt gesagt. Es ist alles nur Mitleid. Oha, warte, was? Alles Mitleid nur. Ja, der arme Junge, der wird immer so fertig gemacht, immer so gemobbt und. Komm ich auf die Idee. Ja, genau. Der arme junge Mann mit Maske. Der uns Headshot. Ich habe keine Maske, ich habe Anzüge. Ja. Anzüge sind mein Ding, ich bin hier der Anzugtyp. Vergiss es, das Patent kannst du knicken. Das Patent. Es ist abgelehnt.
Du lehnst ja gar nichts ab, mein Freund. Ja, doch. So, jetzt habe ich den Anruf gekriegt. Jetzt geht's los mit Casino-Mission. Wir schießen da jetzt. Das habe ich doch. Ich habe doch gewusst, dass das so einen scheiß Trigger braucht. Martin, Überlebenskampf. Ja, können wir ja mal gucken, ob wir den Überlebenskampf, ob wir mal wieder einen Überlebenskampf auch reinknallen zwischendurch. Ich habe schon eine Playlist einen drin. Ja, die letzte, der letzte ist erst schon wieder ewig her. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, verarbeitet war das, glaube ich, der letzte und dann Maze Bank. Ne, wie gesagt, demnächst kommen wir mal die Playlist immer spielen, die ich gemacht habe. Das ist eine bunt gemischte. Ja, wir können ja nach der Dings machen, nach der, sobald wir mit dem Casino-Ding durch sind, machen wir, fangen wir mal mit der Playlist an, ja. So.